zum globalen Klimastreik und eröffne damit die Veranstaltung. Aber warum sind wir heute eigentlich hier? Ist es nicht kalt genug und hat der Klimaschutz vielleicht noch Zeit? Eben nicht, denn die Klimakrise eskaliert an vielen Orten der Welt schon heute. Noch können wir aber die schlimmsten Auswirkungen der Erderhitzung abhalten. Konkret bedeutet das für uns, dass wir dringend eine Mobilitäts- und Energiewende brauchen. Außerdem haben sich unsere PolitikerInnen in Paris erst kaum ehrgeizige Klimaziele gesetzt und diese dann nicht einmal eingehalten.